Freitag habe ich Martin Lippert und Stefan Ruck bei mir bei Softwarearchitektur im Stream zu Gast. Martin, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Hi, ich bin Martin. Ich arbeite für VMware in der Spring Engineering Truppe und beschäftige mich darüber hinaus schon länger mit dem Thema Sustainability, was wir ab heute diskutieren. Mein zweiter Gast ist Stefan Ruck. Stefan, was machst du so? Ich bin Stefan von der Firma IT Agile, Beratungsunternehmen für agile Ansätze. Und wir beschäftigen uns auch seit vielen Jahren mit dem Thema Klimaemissionen und haben das in den letzten Jahren nochmal deutlich verstärkt. Genau, damit ist das Thema eigentlich auch klar. Es geht um das Thema Klima. Und Martin, was ist so dein Fokus bei dem Thema? Mein Fokus dabei ist, dass ich mir vor längerer Zeit die Frage gestellt habe, neben den Sachen, die ich so privat zu dem Thema mache, also dass ich irgendwie erneuerbare Energien beziehe anstatt Kohle, Strom und Ähnliches, was kann ich als Softwareentwickler eigentlich in meinem täglichen Beruf, in meinem Alltag als Softwareentwickler tatsächlich machen und welchen Effekt kann ich damit erzielen, um den Klimawandel aufzuhalten und um einen Teil dazu beizutragen, dass es nicht zu dieser Katastrophe kommt. Und deswegen habe ich sozusagen einfach geguckt, was in meinem Bereich eine Rolle spielt. Und freue mich darauf, sozusagen meine Erfahrungen und meine Ergebnisse und ersten Erkenntnisse zu teilen. Und Stefan, was ist mit dir? Also wir sind schon seit Ewigkeiten immer dabei, dass wir beispielsweise unsere Flüge kompensiert haben. Und in den letzten Jahren haben wir uns vertieft mit diesem Thema beschäftigt, dann festgestellt, da gibt es halt deutlich mehr. Zum Beispiel auch die Emissionen, die unsere Schulungsteilnehmer verursachen, dass wir die mit betrachten müssen, weil die auch durch unser Business mit erzeugt werden. Und bei der Beschäftigung mit dem Thema haben wir halt auch festgestellt, dass es natürlich wahnsinnig komplex ist und niemand Stand heute sozusagen den One Best Way kennt. Und das passt eigentlich ganz gut mit unserem Kerngeschäft zusammen, nämlich mit Agilität. Also schrittweise über Inspect und Adapt rauszufinden, wie wir uns am besten dieser riesigen Herausforderung stellen können. Wir freuen uns am Freitag auf viele Diskussionsbeiträge, viele Fragen und bis dahin.